Mein Name ist Caroline Butterwegge, ich bin 37 Jahre alt, verheiratet, habe eine kleine Tochter, wohne in Köln und ehemals Landtagsabgeordnete der Linken im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Ich bin politisch aktiv geworden, weil mich zum Beispiel die wachsende Kinderarmut gestört hat, die wachsende Ungerechtigkeit. Und dann kam auch noch Hartz IV verbrochen von SPD und Grünen und dann hieß es, es gäbe eine neue Linke, es würde eine neue Linke geben und da habe ich gesagt, gut, das ist die Gelegenheit, aktiv zu werden und bin dann in die WASG eingetreten und habe dann die Linke mitgegründet. Mein Thema ist neben Sozialpolitik, Kinder-, Jugend- und Familienpolitik und es interessiert mich besonders der Bereich der Kindertagesbetreuung. Da liegt einiges im Argen. Es gibt eine schlechte Qualität häufig, weil zu wenig Erzieher da sind. Sie kostet hohe Gebühren, es gibt zu wenig Plätze und in dem Bereich brauchen wir ein neues Kita-Gesetz beispielsweise und das ist einer der Themen, für die ich mich besonders einsetze. Gebührenfreiheit ist wichtig, ist für uns Linke wichtig und Gebührenfreiheit schließt auch ein kostenfreies Mittagessen ein, sprich wenn die Kinder in einer Ganztagseinrichtung sind, Kita oder Ganztagsschule, dann muss es auch ein kostenfreies Mittagessen geben. Das ist oft nicht gewährleistet. Kinder werden abgemeldet und das muss sich ändern. Im Landtag werde ich zuerst mit Betroffenen, das heißt Eltern, Erziehern, Gewerkschaften, ein neues Kita-Gesetz entwickeln, also ein neues Gesetz zur Kindertagesbetreuung. Das möchten wir einbringen und ein zweiter Punkt ist ein landesweites Sozialticket. Dafür stehen wir. Wir wollen, dass es nicht mehr als 15 Euro kostet, dass es landesweit gilt. Und hierzu muss das ÖPNV-Gesetz geändert werden und es müssen genügend Haushaltsmittel dafür bereitgestellt werden und das werden wir im Landtag tun. Nur mit uns kann es ein Sozialticket geben, kann es gute und gebührenfreie Kitas für alle geben und dafür stehen wir. Okay. Wählen Sie am 13. Mai die Linke, weil nur die Linke im Landtag das soziale Korrektiv war und es auch wieder sein wird.